Yo Leute, was geht ab? Heute ist es endlich soweit. Rockstar Games hat nun endlich den Trailer und einige weitere Informationen bezüglich des Casino-DLCs in GTA Online veröffentlicht. Eben im Stream waren ja schon einige mit dabei und wir haben uns den Trailer zusammen angeschaut und analysiert. Er sieht wirklich ziemlich krass aus. In diesem Video hier wollen wir aber mal nicht über den Trailer sprechen, sondern über den Newswire-Post, denn auch hier hat Rockstar Games einige Informationen und Bilder preisgegeben, welche man im Trailer nicht direkt sieht. Bevor wir aber damit starten, möchte ich nochmal ganz schnell auf mein Gewinnspiel aufmerksam machen, denn im Moment könnt ihr auf Instagram eine 20 Euro PSN, Xbox Live oder Steam-Karte sowie eine 8 Millionen GTA-Dollar Shark-Card gewinnen. Und wenn ihr jetzt kurz vor dem Casino-DLC euch diese Chance auf so viel Geld in GTA Online entgehen lasst, seid ihr letztendlich selber dran schuld, wenn ihr nächsten Dienstag kein Geld auf dem Konto habt. Also Leute, geht also jetzt mal ganz schnell auf Instagram und nehmt an dem Gewinnspiel teil. Aber jetzt haben wir auch genug rum erzählt, lasst doch schnell ein Abo da, um nichts mehr um das Casino-DLC zu verpassen. Und da ich heute noch relativ viele Videos über dieses hochladen werde, ist es ganz wichtig, Leute, dass ihr die Glocke aktiviert und selber schaut auf meinem Kanal, ob ich etwas Neues hochgeladen habe. Denn nach diesem Video wird heute keine Benachrichtigung mehr rausgehen, da ich heute schon zwei vor diesem Video rausgeschickt habe mit dem Stream und dem Trailer. Aber jetzt haben wir auch genug rum erzählt, lasst uns direkt mal mit dem Video starten. Let's go! Zunächst einmal hat Rockstar Games auf dem Newswire einen halben Roman verfasst, aber lieber zu viel als zu wenig, also fangen wir mal an. Rockstar Games hat folgendes geschrieben. Das massive Bauprojekt an der Ecke Winewood Park Drive und Mirror Park Boulevard steht kurz vor dem Abschluss und verändert die Skyline von Los Santos für immer. Wenn das brandneue Diamond Casino & Resort seine Pforten öffnet, können alle drinnen spielen oder einfach in der luxuriösen Residenz des gesamten Bundesstaates übernachten. Das Diamond Casino ist mehr als nur ein Ort, an dem Sie Ihre Hemmungen und Ihr Zeitgefühl loslassen können. Es ist die einzige Anlaufstelle für hochwertige Unterhaltung, erstklassiges Wohnen und eine Reihe von Erlebnissen, die Sie sonst nirgendwo finden werden. Okay, hier finden wir schon mal einige Informationen. Zunächst einmal schreiben sie, dass jeder in das Casino rein kann, egal ob er sich es jetzt leisten kann oder nicht. Und das ist schon mal eine ganz gute Nachricht, besonders für Leute, die eben nicht ganz so viel Geld haben. Dann schreiben sie, dass es wohl Unterhaltung, Wohnmöglichkeiten und Erlebnisse gibt, die es nur dort gibt. Und jetzt bin ich mal interessant, was sich Rockstar Games da hat einfallen lassen. Unterhaltung. Wie wollen sie uns, außer mit den Glücksspielen, eben unterhalten? Gibt es vielleicht ein paar Shows, die wir uns anschauen können? Wer weiß. Wohnen, okay, Apartments kaufen, war von Anfang an klar. Und Erlebnisse, boah, Erlebnisse, die wir uns nur dort anschauen können. Ich bin mal gespannt, was sich Rockstar Games hier hat einfallen lassen. Zudem ist die Rede nur von dem Bauprojekt an der Ecke Winewood Park Drive und Mirror Park Boulevard. Und auch im Trailer sieht man nie die Pferderennbahn, immer nur das Casino. Jetzt ist die Frage, verändert sich auch die Pferderennbahn oder nur das Casino an sich? Nun gut, lesen wir mal weiter. Rockstar Games schreibt weiter. Wenn Sie in die Action eintauchen möchten, finden Sie auf der Casino-Etage eine Auswahl an Aktivitäten, die Sie genießen können. Spielen Sie gegen das Haus mit Chips bei Three-Card-Poker, Blackjack und Roulette. Spielautomat mit einer Vielzahl von Preisen stehen ebenfalls zur Verfügung, während Inside Track eine Lounge bietet, in der Sie zusammen mit Freunden zusehen und jubeln können, wie Sie das Drama des virtuellen Pferderennens abspielt. Drehen Sie das Lucky Wheel in der Lobby und holen Sie sich Chips, Bargeld und Kleidung oder sogar den neuen True Fate Thrax Supercar, der während der Eröffnungswoche auf dem Podium herumwirbelt. Und schauen Sie jede Woche weiter vorbei, um zu sehen, welches neue High-End-Fahrzeug gewonnen werden kann. Überprüfen Sie den Rockstar Support auf Details und Einschränkungen. Gäste, die die Grenze der High-End-Resort-Mode überschreiten möchten, können im Casino-Store auch aus der sorgfältig zusammengestellten Rotation neuer Kleidung und Accessoires wählen. Auch hier stecken wieder einige Informationen drin, die wir uns mal anschauen müssen. Einmal werden hier einige Spiele geleakt. Einmal Three-Card-Poker, Blackjack, Roulette, dann die Spielautomaten mit verschiedenen Preisen, dann Inside Track mit einer Lounge, also wo wir Pferderennen allerdings nur digital spielen können. Dann ein Lucky Wheel, also ein Glücksrad, wo wir jede Woche ein anderes Fahrzeug gewinnen können. Beginnend mit dem Thrax Supercar, das ist dieser neue Bugatti. Dann können wir Chips und Bargeld kaufen, das bedeutet, es gibt hier zwei verschiedene Währungen. Und es gibt wohl einen Shop, diesen Casino Store, wo wir eben Kleidung und Accessoires erwerben können. Aber damit nicht genug. Rockstar Games schreibt weiter.
Oben auf dem Diamond zu sitzen ist eine Oase des Luxus für diejenigen, die nach einem üppigen Pride Tear Restaurant oder einfach nur nach einer Unterkunft voller Besonderheiten Ausschau halten, um Freunde zu unterhalten. Das Master Penthouse, das sich neben der Dachterrasse mit Infinity Pool und atemberaubendem Blick befindet, berechtigt den Eigentümer zur VIP-Mitgliedschaft. Einschließlich des Zugangs zu VIP-Lounges, High-Limit-Tischen sowie einer Reihe von Sonderdiensten über das Penthouse-Telefon, einschließlich Flugzeug- und Limousinendiensten und mehr. Renovieren Sie Ihre Residenz mit mehreren erweiterbaren Grundrissen, darunter ein privates Spa mit einem persönlichen Stylisten, der rund um die Uhr zur Verfügung steht, eine Bar und ein Partybereich, in dem sich tobende Mitglieder feiern, mit privaten Retro-Arcade-Spielern abhalten lassen. Und ein Medienraum, in dem sie Don't Cross the Line und zeitgenössische Winewood-Kinofilme schauen können. Als Eigentümer können sie die Farbpalette und Muster des Penthouse auswählen und mit einer Reihe moderner Kunst aus dem Casino-Store einen Platz im LS-Jugendstil zementieren. Von raffinierten Porträts über Pop-Art bis hin zu gewagten modernen Skulpturen, die alle bewegt werden können. Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal einige, viele Informationen über das Luxusleben im Casino. Zum Beispiel gibt es ein Restaurant. Was wir im Restaurant machen können, weiß ich noch nicht so ganz, aber hey, ist doch ganz schön. Zudem gibt es wohl ein Master Penthouse und dieses eröffnet uns viele Vorteile. Zum Beispiel erhalten wir Zugang zu einem Infinity Pool, zu einer VIP-Mitgliedschaft, welche uns Zugang zu VIP-Lounges, High-Limit-Tischen, Sonderdiensten am Telefon, Flugzeug- und Limousinen-Service und mehr verschafft. Zudem haben wir in diesem Apartment einen eigenen Stylisten, ein privates Spa, eine Bar, einen Partybereich, private Spielbereiche, einen Medienraum, wo wir zum Beispiel Don't Cross the Line, was wir ja bereits in Büros spielen können, auch spielen können, ein eigenes Kino und das Allercoolste, was ich sagen muss, ist, dass wir eben in unserem Apartment ziemlich viel anpassen können. Nicht nur die Tapete und wie das Ganze aufgebaut ist, also wo das Spa ist, in welcher Ecke zum Beispiel, also so die Raumkultur nenne ich es mal, sondern dass wir auch Skulpturen und so Sachen kaufen können und die überall hinbewegen können. Das wünschen wir uns doch schon seit Ewigkeiten, dass es nicht nur diese Standardstile gibt, sondern eben auch innerhalb dieser Stile noch einmal eigene Möglichkeiten, wie wir das Ganze individueller gestalten können. Also, dass wir sagen können, okay, das Sofa hätten wir gerne an der Wand und nicht mehr an der und der Fernseher kommt bitte auf den Boden und nicht an die Wand oder andersrum. Halt solche kleinen Anpassungen, die jedes Apartment dann doch besonders machen. Schauen wir doch mal, was Rockstar Games weiterschreibt. Sie schreiben, mit einem Master Penthouse werden Sie auch Mitglied der Diamond-Familie. Und das Unternehmen benötigt Ihre Aufmerksamkeit. Helfen Sie dem Eigentümer Tao Cheng und den Mitarbeitern von The Diamond, Ihre Investitionen vor dem Klauen einer korrupten Familie patriotischer Texaner zu schützen, die an einer Reihe neuer Kooperationsmissionen beteiligt sind. Jede Mission vergibt spezielle Auszeichnungen für die erstmalige Fertigstellung und das Hosten gesamter Story-Threads. Belohnt Sie mit brandneuen Fahrzeugen, die Sie kostenlos erhalten. Sie können auch zusätzlich Arbeiten und Gelegenheitsjobs abholen, um zusätzliches Geld und Chips zu verdienen, indem Sie schnell beim Diamond-Betriebsleiter Agatha Baker anrufen. Okay, auch hier stecken wieder einige Informationen drin. Einmal, dass wenn wir so ein Master Penthouse besitzen, automatisch auch Mitglied der Diamond-Familie sind und für diese Mission machen können. Auch unsere Kontaktperson ist damit geleakt. Es ist nicht Trevor, wie in Leaks häufig gedacht, sondern Tao Cheng. Auch zu der Story wurde jetzt einiges bekannt. Zum Beispiel, dass es wohl Texaner gibt, die uns das Casino wegnehmen wollen. Und wir müssen Cheng, unserem Freund, eben helfen, das Ganze zu verhindern. Und wenn wir eben die Missionen für Cheng absolvieren und das Ganze als Host, erhalten wir eben sogar noch besondere Fahrzeuge kostenlos. Und das Ganze ist ein bisschen anscheinend wie bei den MOC-Missionen, was ich schon ziemlich gefeiert habe. Allerdings haben wir da nur günstigere Preise bekommen und jetzt anscheinend kostenlose Fahrzeuge. Neben dieser Hauptstory soll es eben auch noch normale Nebenmissionen geben, die bei dieser Agatha Baker da angeschafft werden können. Komischer Name, ich werde den glaube ich noch 10.000 Mal falsch aussprechen, aber ist mir egal. Auch zu den Twitch Prime Leuten schreibt Rockstar Games etwas und zwar im Rahmen des Rockstar Games Social Club Twitch Prime Vorteilprogramms, Alter, was ein langer Name, können alle GTA Online Spieler, die ihr Social Club Konto mit Twitch Prime verknüpfen und bis zum Ende des Tages am 19. Juli ihre Twitch Prime Vorteile in Anspruch nehmen, das Master Penthouse für kostenlos erwerben.
Zudem erhalten sie 1,25 Millionen GTA-Dollar und nochmal 15% mehr zusätzliche GTA-Dollar beim Kauf einer Shark Card. Auch hier nochmal zusammengefasst, wenn ihr euch also bis morgen mit eurem Twitch Prime-Konto bei Social Club anmeldet, und ihr könnt auch direkt mit eurem Twitch Prime-Konto auch noch bei mir kostenlos Subscriber auf Twitch werden, Ehre, bekommt ihr nicht nur 1,25 Millionen und 15% mehr Geld beim Kauf einer Shark Card, das ist ja schon länger bekannt, sondern wir bekommen auch noch das Master Penthouse kostenlos. Und Leute, ich glaube, darüber könnt ihr ordentlich Geld machen. Letztendlich lohnt es sich wahrscheinlich sogar extra Amazon Prime und damit Twitch Prime sich zu kaufen, damit ihr eben dieses Penthouse kostenlos erhaltet. Denn wenn ihr das mit Shark Cards kaufen wollt, ist es safe teurer. Aber das müssen wir uns dann letztendlich am Dienstag anschauen. Und zu guter Letzt schreibt Rockstar Games noch eine Kleinigkeit zur Eventwoche. Und zwar, wir verlängern auch die Boni der letzten Woche bis zum 24. Juli. Nutzen Sie also Ihre Zeit auf der Stuntstrecke optimal oder schließen Sie einen Vertrag als Bodyguard ab, um bei lukrativen Geschäftskämpfen, VIP-Arbeit, Verkaufsmissionen und mehr mitzuwirken. Wir sehen uns bei der feierlichen Eröffnung. Also, eine neue Eventwoche gibt es keine. Wenn ihr wissen wollt, worauf es doppelt Geld etc. gibt, schaut euch einfach nochmal mein letztes Video an über die Eventwoche von letztem Donnerstag. Ich werde euch das Ganze oben rechts in der Infokarte verlinken. Okay Leute, das war jetzt auf jeden Fall mal der gesamte Newswire-Post vorgelesen und die Informationen rausgezogen, die wirklich relevant sind. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, teilt es doch mal mit all euren Freunden, damit auch diese Bescheid wissen. Und vor allem Leute, wenn ihr das Video bis jetzt ganz zum Ende gesehen habt, was wahrscheinlich die wenigsten gemacht haben, schreibt doch mal Hashtag Hype in die Kommentare, damit ich es mal sehe, wer wirklich so richtig aktiv ist und das Video ganz bis zum Ende gesehen hat. Jetzt bin ich auf jeden Fall raus, ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem angenehmen Tag. Haut rein, bis bald und Peace. Play me like a doll, slap me really hard, baby, 'cause you can't.